Hallo, liebe Freunde der Freiheit, hier aus dem Bundestag. Neben mir steht Thomas Dietz, ein Bundestagsabgeordneter von der Alternative für Deutschland. Hallo, Björn. Hallo, Thomas. Die Hetzjagd nimmt ja kein Ende. Die Diffamierungskampagne wird immer absurder. Ich würde gerne mit dir heute in dieser Sendung, wenn du dir die Zeit nimmst, mal ein paar Medien anschauen und wie die so umgehen mit der Alternative für Deutschland und was man so über euch behauptet. Komm, wir schauen uns das nochmal an von Lars Klingbeil, wie er da wirklich in der Sendung sich geäußert hat. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen nochmal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf, kämpfen auch für die Demokratie. Also es wird etwas anderes sein, als das am heutigen Abend der Fall ist. Wen meinen Sie denn damit? Das wissen Sie, dass ich die Nazi meine. Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Ja. Okay. Das ist Gerichtsfest. Interessant. Gerichtsfest. Frau Sie müssen das ist Ihre Diskussion. Thomas, mein Lieber, jetzt hast du dir das angesehen. 17 Millionen Menschen werden hiermit möglicherweise verunglimpft und diffamiert, diskreditiert eure Wählerschaft. Ja. Was sagst du zu diesem Video und zu diesem Statement? Also im ersten Moment ist man ja völlig sprachlos, wie ein Politiker in Deutschland so etwas sagen kann. Und dann muss ich sagen, ist das eine Verharmlosung der NS-Diktatur. Das ist ein Verdacht auf Volksverhetzung. Und ich denke mal, das wird auch genügend Anzeigen geben. Dagegen sind schon welche unterwegs. Und ich hoffe mal, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichtsbarkeit in Deutschland noch ein klein wenig neutral und realistisch ist. Also solche Dinge gehen überhaupt nicht. Wenn man Leute auf der Straße, Wähler, die praktisch uns als Opposition gewählt haben, als Nazis verunglimpft. Und das muss geahndet werden, weil sonst kommen wir hier in Teufelsküche, dann haben wir keinen Rechtsstaat mehr. Dann ist das ist der Weg in die Anarchie, also wenn das so weitergeht. Bei dem Stichwort fällt mir dein Kollege Petre Büstron ein, denn da wurde ja die Immunität extra aufgehoben, um so etwas strafrechtlich ahnden zu können, was dann sich als absoluter Fake rausgestellt hat. Die ZDF hat jetzt gepostet, dass das Ermittlungsverfahren gegen Petre Büstron erstmal pausiert und er seine Immunität zurückerhalten hat. Das bedeutet doch im Klartext nichts anderes, als dass man Zeit drüber wachsen lassen möchte, dass man ihn vor der Europawahl massiv geschadet hat, ihn als Politiker verunglimpft hat und ihn letztendlich seinen Wahlerfolg zerstört hat. Ja, kann man das so sehen? Genau so ist es. Man hat ja vorher ein Drehbuch abgespielt mit diesen Anschuldigungen gegen Grau und gegen Büstron. Und das war ein Plan, der wurde ganz genau abgearbeitet. Man hat richtig gesehen, am nächsten Tag muss wieder das kommen, am nächsten Tag muss wieder das kommen. Woanders, bei anderen Parteien, ja, werden die Ermittlungsverfahren, wie bei von der Leyen, werden praktisch unterbrochen, beendet, damit die Wahl stattfinden kann und dass sie wieder zur Kommissionspräsidentin gewählt werden kann. Und bei uns macht man das 4 Wochen oder 5 Wochen vor der Wahl, so eine Kampagne. Aber die Menschen haben das zum Dick hinterschaut und ich bin stolz auf meine Erzgebirger. Die haben das mit 38%, ein Rekordergebnis für die AfD, uns eingefahren. Und deswegen sage ich, die Leute sind nicht dumm. Das glauben zwar die Politiker hier, dieser Altparteien, aber die Menschen sind absolut nicht dumm und da bin ich stolz drauf. Ja, ich auch. Ihr seid in Ostdeutschland die mit Abstand stärkste Partei nach dieser Europawahl. Das lässt ahnen, wo das bei diesen Landtagswahlen jetzt hingeht und bei der nächsten Bundestagswahl. Und im gesamten Bundesgebiet seid ihr auch zweitstärkste Kraft geworden. Das heißt, es wird immer schwerer an euch vorbei zu regieren. Das kann man auch so festhalten. Interessant ist halt trotzdem, wie man so etwas dulden muss und wie es passieren kann, dass sowas, das ist ja kein Einzelfall. Wir schauen uns das gleich an. Von den Grünen, der Anton Hofreiter war vor einigen Tagen jetzt bei Markus Lanz eingeladen und der hat auch die Hälfte der Wählerschaft ganz als gesichert rechtsextrem betituliert. Und da tut niemand ihn zur Ordnung rufen. Wo leben wir hier? Ja, muss sagen, diese Wähler werden ja so diffamiert, dass ich sagen muss, die Grünen, die SPD und vielleicht auch in Teilen FDP und Linke, die werden ja praktisch aufgegeben. Die haben eigentlich ja diese
Politiker der Altparteien haben die Wähler schon aufgegeben, weil mit Wählerbeschimpfung ist noch nie eine Wahl gewonnen worden und eigentlich kommt dann immer das Gegenteil raus. Und da kann ich nur hoffen, dass es im September nochmal ganz deutlich wird bei diesen drei großen Landtagswahlen. Und ich glaube, der Wähler ist inzwischen so mündig. Wir haben ja auch Wahlbeteiligung gerade in Sachsen jetzt gehabt zur Kommunalwahl von 70 und mehr %. Wir waren manchmal froh vor 10, 20 Jahren, dass wir noch 50% hatten. Und jetzt wählen plötzlich wieder ganz viele, die vorher gesagt haben, ach ja, was geht mich das an und so, ist ja alles nicht so schlimm und mir geht es ja ganz gut. Aber die wählen jetzt bewusst und die wählen bewusst AfD. Das ist stark. Bei dieser Diskussion, woher kommt diese starke Wählerschaft in den alten Bundesländern, hast du dafür eine Erklärung, dass die jetzt die CDU wieder in so einer starken Form gewählt haben, dass die jetzt auch wieder die Sieger geworden sind? Haben die, ich muss es ganz salopp sagen, haben die Wessis vergessen, wer die Migrationspolitik hier gebracht hat und wer diesen Corona-Wahnsinn eingefädelt hat? Haben die das vergessen oder wie erklärst du dir das, dass in den alten Bundesländern so viel schwarz gewählt wird? Ja, also die Gruppenintelligenz in den alten Bundesländern wirkt ein kleines bisschen anders als bei uns hier im Osten. Wir haben ja eine Erfahrung, jetzt jedenfalls die Älteren, die jetzt die ganzen Jahre schon in der DDR gelebt haben, von Lüge, Propaganda und wie praktisch in den Medien umgegangen wird. Mhm. Und der Bürger in den westdeutschen alten Bundesländern, der hat die Tagesschau noch oft, gerade wenn ich jetzt ältere Freunde und Bekannte im Westen habe, für die ist die Tagesschau noch eine Institution. Bei uns war die Aktuelle Kamera keine Institution, die haben wir immer angezweifelt. Die ist jetzt beim Steimle eine Institution. Also der Aktuellen Kamera glauben wir inzwischen, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. An der Stelle liebe Grüße an Uwe Steimle. An Uwe Steimle, ja, viele Grüße. Die Aktuelle Kamera, die schaue ich mir jetzt an. Und da wird auch real berichtet. Ne? Aber die Aktuelle Kamera in der DDR-Zeit, die haben wir überhaupt nicht konsumiert, muss ich sagen. Die lief ja nebenbei mal noch, weil es gab nicht so viele Fernsehsender. Aber heute, tja, da haben wir das alles schon in Zweifel gezogen, gerade weil wir die Erfahrung aus der DDR-Zeit haben. Ja. Und das ist im Westen leider nicht ganz so durchgedrungen, weil es war ja auch, wir sind ja auch mit wehenden Fahnen in die Bundesrepublik eingetreten, 1990 jedenfalls, und nicht wegen Bananen oder irgendwelchen anderen. Nicht wegen mir. Obwohl, Bananen gibt es ja immer noch. Also die ersehnte Banane also, ist geblieben. Du bist die beste Banane von allen. Ja. Aber bei mir wurde die Überzeugung schon immer da, dass es politisch sich was ändern muss und dass das jetzt gerade wirtschaftlich dann auch Folgen hatte, das ist klar. Und wir haben natürlich auch gerne den Aufschwung dann in den 90er Jahren mitgemacht und wir haben in der Zeit auch was erreichen können. Freie Marktwirtschaft, ne? Wir konnten uns entfalten. Ich war eigentlich begeistert. Ich habe gedacht, das ist das Ende der Geschichte, jetzt wird alles gut. Aber jetzt in den letzten Jahren, ja, vielleicht sogar in den letzten 10 Jahren, hat sich vieles ins Negative gedreht und das wollen wir eben wieder ändern. Ja, lass uns mal anschauen, wie deine, ich darf es nicht so sagen, ich weiß, aber es sind ja im harten Sinne deine Kollegen, wie ein Anton Hofreiter sich in einer Sendung präsentiert. Du siehst an meinem Gesicht. Ja. Und wir müssen das trotzdem einfach uns jetzt mal anschauen und mal darüber nachdenken, ob das so wirklich zu ertragen ist und ob man das wirklich so als objektiv bewerten darf. Kann es sein, dass Sie gar nicht so richtig wissen, woran es liegt? Nein, ich glaube, das ist, also im Gesamtpaket, finde ich, ist das eine ziemlich gute Erklärung. Wissen Sie, was interessant ist, welches Thema Ihnen zum Beispiel nicht einfällt? Das ganze Thema Migration haben Sie jetzt kein einziges Mal genannt. Ich höre jetzt seit 5 Minuten zu. Sie haben kein einziges Mal gesagt, an der Stelle sind wir diejenigen, die als die wahrgenommen werden, die entschieden, deutlich, klar auf der Bremse stehen. Haben Sie an dem Punkt auch einen Fehler gemacht oder ist das alles richtig gelaufen? Es war mir vollkommen klar, dass Sie darauf hinaus wollen, aber nee, ich will auf gar nichts, ich höre Ihnen zu. Weil wenn man sich die letzten Sendungen angeschaut hat, war ja das immer sozusagen einer der Hauptfokus, was angeblich schief gelaufen ist. Aber warum? Nee, Entschuldigung, ganz kurz. Aber Sie unterstellen mir gerade was, Herr Hofreiter. Nö, sondern es war einfach in der Sendung so, ich schaue mir die ja genau an. Das freut mich ja, aber wir reden hier nicht allgemein und ganz pauschal über die Migration, wir reden über Mannheim ganz konkret. Wir reden über die Frage, sollte man Kriminelle nach Afghanistan oder Syrien abschieben, wie nicht ich es verspreche, sondern der Kanzler das im Bundestag zumindest sehr deutlich in den Raum stellt. Darüber reden wir ganz konkret. Das sieht man ja in den Nachwahlbefragungen, dass das zentrale Thema für die Leute war bei den Wahlentscheidungen jetzt.
Also schuld sind immer die anderen, wie du merkst. Mhm. Was sagst du dazu, wie der da sich präsentiert? Die kommen gar nicht auf die Idee, dass sie eine falsche Politik machen, sondern die meinen, der Wähler reagiert falsch, ja, und er wählt falsch. Also das ist ja das, was bei uns ja immer wieder im Bundestag auffällt. Die kommen gar nicht auf den Gedanken, irgendwas zu ändern, und das kann einen frustrieren. Aber gut, man kann das dann nur an der Wahlurne praktisch wieder gerade rücken, weil die haben eigentlich einen Denkzettel gekriegt, größer kann er fast nicht sein, ja? -8,6% steht hier. Aber er pikiert sich darüber, dass der Herr Lanz dazu kommt, ihn da zu kritisieren oder ihn mal nach einer Wähleranalyse. Ja. Das ist für ihn, für den Herrn Hofreiter schon eine halbe Diffamierung. Also die sind völlig beratungsresistent, und deswegen muss ich sagen, haben die Grünen immer noch 11% zu viel in Deutschland. Also die sind eigentlich, haben sich überholt. Die Geschichte sollte zu Ende geschrieben werden. Ja. Putin hat die Ukraine angegriffen, um komplett die Ukraine zu erobern. Und er sagt uns auch sehr, sehr offen, dass das nicht das endgültige Ziel ist, sondern er sagt uns sehr offen, dass er dann vorhat, weitere Länder anzugreifen. Wo sagt er das? Ich verstehe das, diese Aussage nicht, weil sie entspricht nicht einer nüchternen Analyse. Hast du jemals davon gehört, dass Wladimir Putin angekündigt hat, weitere Länder zu vereinnahmen, weitere Länder anzugreifen? Ist dir niemals, das bekannt? Niemals. Und das sieht man ja auch wieder, Herr Hofreiter, in welcher anderen eigenen Welt er lebt. Weil wenn nämlich so ein Wort oder so ein Satz oder so eine Rede gefallen wäre, dann wäre jetzt im ZDF gleich der Einspieler gekommen und dann wäre bewiesen worden, ja, der Herr Putin hat das und das gesagt. Ja. Aber es kommt natürlich nichts. Und diese Politiker, diese Grünen, die drehen ja auch uns das Wort im Munde um. Das passiert so oft, wenn wir eine Rede gehalten haben, wenn wir einen Antrag gestellt haben, dann wird das völlig falsche und andere dargestellt, ja, das völlig an Haaren herbeigezogen ist. Und trotzdem nützt das denen was, weil die in ihrer eigenen Blase zeigen die dann diese Videos, und dann gibt es natürlich auch keine Gegendarstellung, genauso wie es hier keine Gegendarstellung gibt, weil hier kein AfD-Politiker oder russischer Politiker oder ein Außenminister sowas hier steht und sagen könnte, das ist völliger Schwachsinn. Und deswegen ist das ja eine ganz miese Nummer, was da herabzieht. Eine Propagandashow, wie man sagen würde. Eine Propagandashow ist das, ja? Genauso ist es. Mhm. Was meinst du, was Anton Hofreiter antwortet, wo er gefragt wird, ob er Angst hat vor einem Angriff? Wie glaubst du, wie er reagiert? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber an der Stelle muss ich nochmal sagen, für mich gibt es in diesem Konflikt, ne, in dem Konflikt gibt es nie einen, der 100% Recht hat und der andere, der 100% Unrecht hat. Deswegen muss es hier in diesem Krieg unbedingt sofort Verhandlungen geben. Es gab hunderttausende Tote. Es ist so viel Leid geschehen schon in diesem Krieg. Und ich kann nicht verstehen, dass unsere Politik immer noch mehr nach Waffen schreit und die CDU auch ganz laut mit. Das ist für mich die größte Enttäuschung, weil ich habe gelernt, in der DDR, nur mit Frieden und friedlicher Koexistenz können wir unser Überleben sichern. Und wenn wir das hier auf die Spitze treiben, gerade in Europa, das kann nur denen nützen, die außerhalb von Europa sind. Also für die Europäer könnte das der Untergang bedeuten. Ich bin optimistisch, es wird nicht so sein, es wird eine Verhandlung geben. Aber je länger die Verhandlungen hinausgeschoben werden, umso mehr Leid und Tote wird es geben. Und das ist für mich nicht akzeptabel. Das ist richtig, denn das hat Alice Weidel auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Friedensverhandlungen wird es zum Schluss immer geben. Es sei denn, wir vernichten diesen ganzen Planeten nuklear. Am Ende stehen immer Verhandlungen. Es wird Verhandlungen geben. Die Frage ist nur, bleibt es jetzt bei diesen 500.000 gefallenen Soldaten oder müssen es Millionen sein, die noch fallen? Wer erklärt die große Frage. Den Müttern und den Eltern und den Kindern dieser Soldaten, ja, wer erklärt das denen, dass das nötig war? Es gibt keine Begründung dafür. Und für jeden logisch denkenden Mensch, de facto kann man auch keinen Krieg gegen eine Nuklearmacht gewinnen. Niemals. Das kann man auch mal so festhalten. Hm. Es kann immer nur um Verhandlungen gehen. Das muss doch jeder noch klar denkende Mensch verstehen, dass eine Nuklearmacht, wenn man die zu sehr in die Enge treibt, immer nuklear dieser begegnen wird, diesen Angriff. Und mit einer Atombombe ist hier gar nichts mehr, worüber wir diskutieren müssen. Ohne Angst machen zu wollen, ist das doch einfach ein Fakt, der hier irgendwie immer weggeredet wird. Wenn die Maschinengewehre und die Taurus-Raketen an ihre Endreaktion kommen, dann geht es mit sowas weiter, oder ja, nicht? Genau so ist es. Und Russland wird diesen Krieg nicht final verlieren.
Das ist ausgeschlossen. Das müssen wir uns wirklich ja klar sein, dieser Lage, weil Russland ist zu mächtig, hat Atomwaffen und kann praktisch Bedingungen stellen. Und deswegen wird es hier in diesem Krieg keine Gewinner geben. Weder die eine noch die andere Seite. Und deswegen besser heute als morgen sofort in Verhandlungen gehen. Ich hoffe, dass diejenigen, die im Moment in Deutschland noch was zu sagen haben, und in Europa hat sich zwar die Kräfteverhältnisse schon in die vernünftigere Politik verschoben, aber noch nicht gut genug. Ich hoffe, dass die irgendwann endlich zur Vernunft kommen und dass gesagt wird, an dieser Stelle so und nicht weiter. Ja, denn das hat überhaupt nichts für alle Kritiker damit zu tun, ob man Putin-Versteher ist oder nicht. Ich bin einfach Friedensversteher. Ich wünsche mir Frieden und nichts anderes. Ich möchte das nicht. Ich möchte weder in Russland leben, noch in Amerika leben. Ich bin Deutscher und ich möchte unsere Interessen wahrgenommen sehen. Genau. Und dafür ist Frieden eine Notwendigkeit. Das kann man doch so zusammenfassen. Das versuche ich auch unseren Kollegen von der CDU, die ja direkt neben uns sitzen, immer wieder klar zu machen, wenn kleinen Disput hin und her rufen oder sowas. Mich interessiert weder ein Putin noch ein Biden. Sondern mich interessiert, wie meine Kinder in Zukunft leben werden hier in Europa und in Deutschland. Und wir haben so ein schönes Land, wir haben so ein geniales Europa. Ich war jetzt auch mal ein paar Tage noch in Europa unterwegs. Das ist, weil die sagen ja dann auch immer, wir sind Europafeinde. Hä? Das ist genau das Gegenteil. So ein Schwachsinn. Europa ist für uns der Kontinent, auf dem wir leben und aufgewachsen sind. Wir sind Kritiker des EU-Molochs. Aber das darf man nicht verwechseln mit Europa. Denn Europa weiß weit viel mehr als in der Bürokratie der EU. Ne? Und die kritisieren wir. Und wir wollen auch diesen wirtschaftlichen Raum, ja, dass wir zusammenarbeiten in Europa, weil alle Länder sind viel zu klein, um praktisch eine Rolle zu spielen, ja, eine große Rolle in der Welt. Deswegen plädiere ich wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, Freundschaft, wie wir das über die ganzen Jahre gehabt haben, und hört auf mit diesem wahnsinnigen Krieg. Sehe ich auch so. Jetzt guck mal, was der Hofreiter sagt, ob der Angst hat oder ob der sich seiner Sache ganz sicher ist. Beispielsweise die entscheidende Position, die wir jetzt geräumt haben, mit der Besonderheit Charkiw. Ja? Also da fliegen sozusagen die Raketen direkt in die Stadt rein, abgefeuert von russischem Territorium. Und weil du die Waffen, die du zwar hast, nicht einsetzen darfst gegen diese Raketenwerfer, bist du völlig hilflos und musst zuschauen, wie diese Stadt bombardiert wird. Das hat ja jetzt zur Räumung einer weiteren sehr zentralen Position geführt, nämlich westliche Waffen, deutsche Waffen, schießen nicht auf russisches Territorium. Sie würden sagen, das ist okay? Das hat sich als sehr hilfreich für die Menschen in der Ukraine erwiesen. Sie haben keine Angst vor der totalen Eskalation, wie Herr Richter? Das muss man sich sozusagen immer gut überlegen. Aber ich glaube, man sollte sowas 2 Wochen oder 3 Wochen überlegen. Und sollte man Taurus liefern? Aber nicht sozusagen 2 Jahre jeweils überlegen, weil nämlich das dann am Ende in der Ukraine sehr viele Menschenleben kostet und am Ende sozusagen zur Eskalation führt. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass die 15 Jahre Geschichte, die wir mit Putin erlebt haben, dass wir daraus die Lehren ziehen sollten. Ja, die Gefahr der Eskalation ist groß, aber er eskaliert immer dann, wenn er die Möglichkeit sieht, weil der Westen Schwäche zeigt und es ihm gestattet. Okay. Und ich glaube, 15 Jahre Erfahrung sollte man nicht einfach über Bord werfen. Wir haben es jetzt 15 Jahre im guten schon verstanden. Und es ist immer schlimmer geworden. Mit der Bitte nur um Ja oder Nein. Taurus liefern, Ja oder Nein? Ja, das ist ja eine bekannte Position von Sie mir. Sie würden es liefern, ja. Auch jetzt, immer bei. Sie würden es liefern. Ja, selbstverständlich. Was sagst du dazu? Er möchte liefern, er hat keine Angst und er sagt, seit 15 Jahren ist unser Verhältnis angespannt. Wie beurteilst du diese Aussage? Ja, er geht wahrscheinlich davon aus, seit der Zeit, also 15 Jahre ist eine komische Zahl, weil 2014 ging ja praktisch der Konflikt in der Ukraine schon los. Das wären 10 Jahre. Ja, ich weiß nicht, wie er auf die 15 Jahre kommt. Aber ich kann dem Herrn Hofreiter nur empfehlen, wenn er die Taurus liefert, dann soll er selber mitgehen. Ja. Aber dann soll er praktisch sich mit auf diese Transporter-LKWs, keine Ahnung, wie die transportiert werden, ja, soll er sich mit reinsetzen und dann während der ganzen Zeit, wenn die auch zum Einsatz gebracht werden, dann soll er dabei sein. Helm also, auf und los geht's. Genau so ist es. Also er ist ja selber Wehrdienstverweigerer. Ach und, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, also er hat ja praktisch die Bundeswehr verweigert. Ist jetzt nichts Schlechtes. Ne? Ich bin selber in der DDR als Bausoldat gemustert gewesen. In der NVA? In der NVA. Ich wurde als Bausoldat gemustert und war nicht bei der NVA, weil sie mich dann nicht mehr wollten. Die haben gesagt, mit 26 kommst du dann weg. Und dann war zum Glück die Wende da. Also ich habe vor meinem 26. Lebensjahr
schon die Wende erlebt gehabt, Kinder mit meiner Frau. Ja, und mir ist das alles erspart geblieben, aber ich bin bei meiner Position geblieben, die ich vor 35 Jahren schon hatte. Aber er als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer, muss ich sagen, den würde ich mit diesen Towers in die Ukraine schicken. Das ist mein voller Ernst. Ja, Thomas, dann gehen wir doch noch mal zur BSW, zur Sarah-Wagenknecht-Partei und zu ihrer... Sehr interessant in der letzten Zeit, die Entwicklung. Ja, und sie ist ja von den Positionen her euch sehr nah. Ich habe fast das Gefühl, ich würde fast sogar sagen, kopiert einige Programme aus eurer Partei, denn es klingt für mich auf einem Platz so, als ob ich euch zuhöre. Wie siehst du das? Ja, also das ist so, als die Linke jetzt noch nicht gespalten war, da waren sie immer frontal gegen unsere Position. Sarah Wagenknecht war ganz alleine, die ist ja selten im Bundestag anzutreffen, aber die dann aus ihrem Büro heraus vernünftige Videos gemacht hat. Und jetzt ist es plötzlich eine Bewegung geworden, ein Bündnis, eine Partei, und es findet auch sehr viel Zuspruch, muss man sagen, das ist erstaunlich. Die sind ja aus dem Stand in Sachsen hier zwischen 5 und 15% gekommen, je nachdem, wie sie da aufgetreten sind und was sie für Kandidaten hatten. Und ich sag mal, die Kritikpunkte, die das Bündnis Sarah Wagenknecht anbringt an der Politik, die sind sehr identisch mit unseren, nur die Schlussfolgerungen sind andere. Also wir wollen keinen Kommunismus wieder. Und das ist der große Unterschied. Und ich sag mal, die Bresche, die Frau Wagenknecht mit ihrer Partei jetzt schlägt, die ist schon schön und die hyperventilieren alle. Weil die sind ja genauso wie die AfD und das sage ich ja, das sind ja Positionen des gesunden Menschenverstandes. Ja, ich habe ja auch den Spruch immer wieder zurück zur Vernunft bei mir auf meinen Kacheln und so, ja, und bei meinen Veröffentlichungen. Zurück zur Vernunft, und da ist vieles, was hier zurück zur Vernunft geht, aber die Schlussfolgerungen am Ende, die unterscheiden sich natürlich richtig, richtig sehr. Weil wir wollen keine Enteignung, wir wollen keine Gleichmacherei, wir wollen freie Marktwirtschaft und wir wollen auf keinen Fall wieder Kommunismus. Also kommunistische Experimente, also alles, aber das wollen wir nicht wieder. Ja, und was ja auch ein ganz entscheidender Punkt ist an der Sarah Wagenknecht, am selben Tag, wo ich sie in Potsdam erleben durfte, am 6. Juni 2024, hat sie auch nochmal auf dem Platz ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht wegen dem ermordeten Polizisten in Mannheim. Mhm. Und dass sie auch den Islam, den politischen Islam, bekämpfen möchte. Und später habe ich dann erfahren, dass sie 3 Stunden vorher im Bundestag den Antrag abgelehnt hat, ja, wo ihr den politischen Islam gern verfolgen würdet. Ja, das ist der mit den Grünen zusammen. Genau, hat sie das abgelehnt. Ja. Und ich muss sagen, deswegen ist auch der große Unterschied zwischen BSW und AfD. AfD macht eine geradlinige Politik. Das ist wirklich so festzuhalten. Ich habe auch die Frau Wagenknecht gefragt, wo sie denn war bei dem Infektionsschutzgesetz 1, wo ich mit Wasserwerfern vor dem Brandenburger Tor besprüht wurde bei 8 Grad Außentemperatur. Ja. Hatte sie andere Termine? Ja. Ich habe gesagt, kein Problem. Ja. Wo waren sie denn beim Infektionsschutzgesetz oder wie es andere nennen, Ermächtigungsgesetz 2? Da ging es ja auch nochmal um alles. Wo waren sie denn da? Hatte sie auch Termine? Da habe ich gefragt, wie es aussieht mit dem Pandemievertrag. Mhm. Wie sieht es aus mit dem Pandemievertrag? Ja, das ist ja einer, der von der AfD beantragt wurde. Ich habe gedacht, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Sie sind doch auch gegen den WHO-Pandemievertrag. Sie selber hat keinen Antrag eingereicht dagegen, aber euren stimmt sie auch nicht zu. Ja. Das ist für mich geheuchelte Politik. Das ist Wasser predigen und Wein saufen, oder nicht? Das ist pure Heuchelei. Und wenn man bei solchen wichtigen Abstimmungen fernbleibt, ne, es passiert schon mal, Abgeordneter ist mal krank. Ne, aber jetzt andere wichtige Termine. Wir bekommen ja den Plan für unsere Plenarwoche, bekommen ja ein paar Tage vorher. Es ist jetzt auch einmal alles knapp gestrickt. Aber es gibt keine wichtigeren Abstimmungen als gerade gegen dieses Ermächtigungsgesetz oder sowas. Da kann ich keine anderen Termine haben. Was hat's denn da? Hat sie mit ihren zukünftigen BSW-Parteikollegen oder sowas schon ja Pläne geschmiedet? Glaube ich nicht. Es gibt nichts Wichtigeres, als bei diesen Abstimmungen ganz klar Flagge zu zeigen. Sehe ich auch so. Schaut es euch nochmal an. Hier ist das Aufeinandertreffen zwischen Sarah Wagenknecht und Björn Banane in Potsdam am 6. Juni 2024.
Ich möchte nur wissen, wo waren Sie bei dem WHO-Pandemievertrag, bei der Abstimmung? Das hätte mein Vertrauen. Bei der Wahlkampfveranstaltung in Rostock und Schwerin. Also bei den ersten beiden Infektionsschutzgesetzen, das hätte mir sehr viel Vertrauen gegeben, wenn Sie da mit dabei gewesen wären. Ich habe gegen die Infektionsschutzgesetze gestimmt. Ich habe ja auch immer mich dagegen stark gemacht. Also ich habe mich immer. Also Sie waren abwesend jetzt diesmal bei dem WHO-Pandemievertrag? Nein, es war nicht die Abstimmung zum WHO-Pandemievertrag. Es war eine Abstimmung über einen AfD-Antrag zu diesem WHO-Vertrag. Und diese Abstimmung konnte ich nicht wahrnehmen, weil so eine Veranstaltung wie hier hatte ich in Schwerin und Rostock. Und ich musste dahin, das war ein später Nachmittag und ich konnte nicht da sein. Dass ich diesen Vertrag ablehne, dass ich heilfroh bin, dass er gescheitert ist, das ist überhaupt keine Frage. Das habe ich auch immer wieder deutlich gemacht. Wir müssen erstmal die Corona-Zeit aufarbeiten, ehe man jetzt damit um die Ecke kommt, der WHO noch mehr Befugnisse zu geben, weil es ist ja nicht gut gelaufen damals. Bei den Wasserwerfern, aber damals, da haben Sie nicht abgestimmt, bei dem zweiten Infektionsschutzgesetz. Da haben Sie nicht mit abgestimmt, leider. Ja, lieber Thomas, ich würde auch gerne noch mal schauen, wie Sie in der Maischberger Sendung reagierte, als man Sie ganz klar einfach auch noch mal versucht hat, mit diesen ganzen Fragen zu löchern. Denn man muss ja eins festhalten, es wirkt wirklich so, als ob eine Frau Sarah Wagenknecht dieselben politischen Ziele wie ihr verfolgt. Sie ist auch für Frieden, sie möchte auch eine Corona-Aufarbeitung. Mhm. Und ich fand es besonders interessant bei der Frau Maischberger, wie sie da reagiert hat. Ich finde, sie verkauft sich auch sehr gut, das muss ich leider auch zugeben. Es ist gut, ihr zuzuhören, aber ich sage auch ganz klar, wir werden sie an ihren Taten erkennen, jawohl, nicht an ihren Reden. Genau so ist es. Wir schauen uns das nochmal an, wenn du einverstanden bist. Ja. Ich glaube nicht, dass Zelensky für die gesamte Ukraine spricht. Zum Beispiel spricht er ganz offenkundig nicht für die 600.000 junge Männer, die in die EU geflohen sind, weil sie nicht eingezogen werden wollen und weil sie nicht in diesem Krieg ihr Leben verlieren wollen, was ja sehr verständlich ist. Jo, aber ich gehe mit denen auf die Demos. Die unterstützen das schon trotzdem, nur weil man nicht persönlich geht. Ja, also bedeutet das nicht, dass man eine Linie nicht hält. Naja, ich kriege andere Mails und andere Resonanzen. Du siehst, lieber Thomas, es ist sehr viel parallel, nur wie wir festgestellt haben, im Handeln ist die Frau Wagenknecht mit ihrer BSW nicht auf demselben Niveau wie die AfD. Genau so. Und Politik ist nie schwarz-weiß. Ne? Und es gibt ganz viele Schattierungen. Und es ist manchmal auch sehr anstrengend, dahinter zu blicken. Aber ich denke, unsere Zuschauer sind ja immer auf dem Laufenden. Und wir machen gerne auch wieder so eine Sendung. Und wir sprechen über die Dinge, die bei uns noch auftreten werden. Also es wird eine ganze Menge noch interessante Themen geben im Bundestag. Und deswegen werden wir uns sicherlich in Kürze bald wiedersehen. Meine Damen und Herren, von der Alternative für Deutschland, das war Thomas Dietz. Danke, Thomas. Sehr gerne. Bis bald. Mein Herz schlägt blau.